Hallo und herzlich willkommen zum Marktüberblick von tradingportal.net. Wir haben Mittwoch, den 28. November 2018. So langsam steht der Monatsabschluss bevor und der DAX, der kämpft an der ersten wichtigen Widerstandszone bei 11.400. Darüber würde sich das Bild wieder etwas aufhellen. Unterhalb bleibt die Lagerleiter angespannt für die Bullen und die Bären könnten nochmal das Ruder etwas übernehmen. Aber schauen wir auf den DAX. Wochenchart, hier unsere aktuelle DAX-Wochenkerze. Gut aufgekauft, wie im Wochenausblick erwähnt, oberhalb der 150, die Chance direkt Richtung 400 zu laufen und den EMA 200 zu testen. Das haben wir nun bereits gesehen und überlegt der DAX, ob er direkt nochmal drüber springt und so das Bild noch etwas auffällt. So nennen wir dann die 510 als nächste Marke und darüber würde es sogar weiter auffällen und dann für einen doch sehr guten Jahresabschluss dann sorgen. Also das steht alles in dieser Woche nicht an, aber wenn man diese einzelnen Marken nimmt, die 400 und nachfolgend die 510, wäre es ein Hinweis dafür, dass man eben im Dezember, wo das Volumen dann Schritt für Schritt dann zurückgeht, doch noch eine stärkere Erholungsbewegung sehen Richtung 11.850. Aber wir müssen eben den ersten harten Widerstand erstmal nehmen, das ist die 11.400 und darum bemüht er sich gerade. Unterhalb bleibt die Lage eben angespannt und kann sogar diese Bewegung hier noch möglich werden, dann im Dezember, dass man sogar noch die 11.000 verletzt. Also müssen über die 11.400 hinaus. Sonst bleibt die bärische Spanne aktiv. Oberhalb der 11.400, die 11.510. Zoomen wir hinein in den DAX Tagesschart. Links der Future, rechts der Cetra DAX. Wir sehen auch hier, dass er um die Marke kämpft, die 11.400, weil dort verläuft das mittlere Bollinger Band, dazu mal angekommen. Und dort bemüht er sich nun. Im Future verläuft es heute knapp oberhalb 11.380, im Cetra DAX ja eigentlich fast genauso. Gut, aus dieser Marke steht direkt zum Start auch bereits im Fokus. Wir haben den Future jetzt bei 11.370. Also wird er oberhalb direkt reinkommen, dann könnte er Schwung holen und direkt versuchen, die 11.510 zu attackieren. Aber die gestrige Tageskerze war auch nicht mehr so schön. Ne? Wir haben uns einen großen Docht jetzt ausgebildet, speziell im Future. Und auf der Unterseite ist eben dieses Gap bei 11.200 noch offen, was er im Idealfall für die Bullen eben doch offen lässt. Und ihr könnt das ja sehen, wir haben hier eine Art Doppelboden. Und wenn ihr jetzt hier diesen Bogen nochmal macht, dann wäre das schon fast sehr, sehr hässlich für den Doppelboden. Also im Idealfall, wenn Schwäche aufkommt, wird diese bereits an der 11.300, 11.270, vielleicht noch die 11.230 aufgekauft. Ne? Also das Gap muss halt offen bleiben. Das, eine Schließung wäre schon ein kleines Warnsignal wieder für die Bullen. Gestern hat er es aber gut gemacht, obwohl es doch mehrmals sehr unangenehme Nachrichten gab bezüglich Strafzölle auf europäische Autos und auch im Handelskonflikt China-USA. Konnte der DAX letztendlich das Gap verteidigen. Also erste wichtige Marke heute die 380, darüber eben auch die 400 und die gestrige Future hoch bei 440. 380 aber wichtiger. Unterhalb der 400 kann man grob sagen, bleibt die Spanne von gestern aktiv. Das wäre die 300, über die 300 Richtung 270, 230 und dann eben da auch das Gap. Ja, also das Gap mit der Bollinger Band nicht überschreiten können, bleibt die Gefahr, dass man das Gap schließen. Und da muss aber unbedingt der Abpraller her. Also die 200 ist schon eine Stoppmarke, da muss er dann wirklich abdrehen. Oberhalb des mittleren Bollinger Bands hingegen, wenn wir es auch vielleicht positiv reinkommen, man weiß es nicht, das Cetra DAX startet ja gerne mit etwas Elan, dann wäre eben die Spanne von 380, 400, 440 und darüber eben die Aufhellung, die deutliche Aufhellung dann Richtung 510. Und nach 510 wären 550, 570 zu nennen. Aber es wäre für heute wahrscheinlich etwas zu viel, weil die Kerzen eh etwas bärisch angehaucht sind. Das deutet eher auf kleinere Bewegungen hin. Wenn die Vortageskerze überboten wird, dass nur dies um kleinen Schritten passiert. Ne? Dass man die 440, die 510, okay, möglich. 270 von gestern, vielleicht nur die 230 auf der Unterseite zu testen. Ne? Gut, das werden wir aber gleich sehen, wie der Cetra DAX reinkommt. Da kann es ja manchmal eine kleine Überraschung geben. Wichtig wäre eben das mittlere Bollinger Band bei 380 deutlich darüber. Wäre ein kleiner bullischer Hinweis, dass die Bullen einen Angriff wagen könnten Richtung 500. Unterhalb, wie erwähnt, bleibt die Spanne des Vortages aktiv bis auf 270,
300 und dann muss eben kleine Gegenbewegung her, ansonsten droht er die 230 und das Gap Close. Gut, das sehen wir dann gleich und wir werden darüber dann live diskutieren im Trading-Chat auf tradingportal.net und dann gucken wir mal weiter. Dankeschön fürs Zuschauen und bis gleich. Dankeschön. Ciao.